Mit Gebrüll. Und zwar muss ich jetzt mal was ausprobieren. Kontrollpunkt. Nee, also schon noch links. Fahren wir die Ziele weg. Kann ich nicht arbeiten. So, Moment nochmal. Ah ja. So. Nee, da will ich nicht hin. So. Weiß ich nicht, welcher das ist. So. Easter Egg. Da geht nicht nochmal. Das ist doch der Hammer, oder? Man muss also erst hier hinten den Knopf drücken und dann zu dem zweiten Fahrstuhl gehen und draufdrücken und da passiert halt genau das. Vorher ist der nicht aktiviert, also so wie jetzt, da leuchtet nichts. Okay, erst wenn man das Ding gedrückt hat. Also mal ein Easter Egg in Far Cry. Ach Quatsch, Far Cry in Crisis. So, ich glaube mit der Waffe drauf, und jetzt übers hier nicht rein. Das ist es. Erschießen Sie da drin niemanden, okay? Warum? Ich brauche auf jeden Fall technische Hilfe bei der neuen Software für die Mulde. Alles klar? Tun wir es. Los! Erschießen Sie mich nicht. Ich bin niemand. Fahren Sie erst das System hoch. Ich will einen Anzugscan machen. Sicher. Sofort, bin Mann. Schon dabei. Aber bitte nicht. Oh, legt er sich jetzt gerade auf das Maschinengewehr oder was? Heißen Sie so? Alcatraz. Das Schicksal ist ein Fall gewacht. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Das ist eine Übertragung, Mann. Er sendet irgendwelche Signale. Oh, Scheiße! Aua. Da ist Lockhart. Hübsch. Da suchen meine Männer die ganze Downtownerin ab, Blechdose. Und sie liegen schon gefesselt hier. Ja, so gründlich gefesselt, da muss er nicht mal mehr tot sein. Stimmt? Ja, klar. Commander Lockhart, Sie können wegtreten. Hm.
mit ihm. Tara Sprinkler. Nathan Gould. Immer ein Vergnügen. Behalten Sie ihn im Auge. Wenn er Ärger macht, nicht zu sehr verletzt. Wir müssen ihn noch verhören. Sie schalten ihn besser ab, bevor Sie ihn aus dem Ding rauslassen. Aber gerne. Nur damit Sie es wissen, Prophet. Sie gehen langsam und sind brav. Ich halte Ihnen das den ganzen Weg nach draußen ans Ohr. Wenn Sie Ärger machen, blase ich Ihnen den Schädel weg. Aufstehen! Keine Spielchen, Prophet. Aufstehen und los! Meine schönen Waffen. Was ist denn gut? Ich dachte, es würde Sie freuen, dass die große, böse Weltverschwörung Sie endlich in den Arsch speist. Los! Herr Gott, Tara. Wenn Ihr Vater Sie jetzt sehen könnte, im Dienste dieser Arschlöcher. Nun, ja, mein Vater ist tot. Und jetzt halten Sie Ihren Maul! Überraschung. Halten Sie sich für so schlau, Tara? Sie wissen, dass das nicht Prophet ist, stimmt's? Er ist nur ein... Sie haben sie gehört, Mann! Los! Verdammte Drecksau. Schaffen Sie ihn rüber zum Prism. Bringen Sie ihn rein. Er ist jetzt Hargreaves Problem. Noch nicht.
Dann schießen wir jetzt drauf. Wegpunkt wird berechnet. Wegpunkt aktualisiert. Nanus aufstellen. Ich hab kurz zu lang hier. Neustart der Kernfunktionen. Dinge im Gewebevektor isoliert. In Tiefenschicht gespeichert. Verarbeitet. Nanoformanalyse wird durchgeführt. Kompatibilitätsregistrierung eingeleitet. Verarbeitet. Erstelle Profil. Brauchbarkeitsbewertung des Nano-Analysators wird durchgeführt. Verarbeite. Ja. Bisschen ärgerlich, wenn die ganze Zeit irgendwie das Aufnehmen von Nanos rumspinnt, beziehungsweise wenn gar keine da sind. Also schon ein bisschen ärgerlich. Ich weiß jetzt nicht, ob das ständig vorbereitet ist. Der Einsatz bleibt offiziell eine Geheimoperation der USA. Sie werden da draußen meine Augen und Ohren sein, Prophet. Halten Sie Ihr Team am Leben. Ich verstehe diese Form von Loyalität. Ich unterstütze sie sogar. Aber Ihre Hauptaufgabe besteht darin, mir Bericht zu erstatten. Falls möglich, bringen Sie Proben. Falls nicht, kommen Sie einfach lebend zurück und erzählen Sie mir, was Sie gesehen haben. Die Daten sind jetzt das Entscheidende, die Nanosysteme. Aber wir alle leben nur mit geborgter Zeit. Es ist Zeit, dass die gesamte Menschheit endlich ihre Haut macht. Systemwiederherstellung. Ätzstoffe isoliert. Basisfunktionen gestört. Leite primäre Energiesysteme um. Bitte Warnung. Also, ich kriege nur einen schwachen Feed von Ihrem Anzug. Aber im Moment muss das reichen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Jack Hargreave. Zu Ihren Diensten. Nathan Gould hat meinen Namen mit Sicherheit erwähnt. Aber vermutlich hat er nichts Gutes über mich zu sagen gehabt. Aber jetzt haben wir Dringlicheres zu tun. Wir müssen sie bewaffnen und auf den neuesten Stand bringen. So. Sie stehen jetzt ganz in der Nähe des kranken, bürokratischen Herzens dieser Stadt. Aber dass alle Politiker ausgeflogen wurden, hat es nicht besser gemacht. Denn was sie ersetzt hat, ist leider genauso schlimm. Aber Sie müssen mir nicht glauben. Warum sollten Sie auch? Vertrauen muss man nicht verdienen. Sehen Sie sich selbst an. Ich lotse Sie so gut ich kann. Aber in dieses dreckige, kranke Herz müssen Sie selber runtersteigen. Es gibt da drin etwas, das Sie brauchen werden. Primärsysteme umgeleitet. Bitte passieren. Da können wir euch ja Mistviecher. Ah, Nanos. Ja, genau. So muss es aussehen. Und jetzt nimmt er so alles. Ob das alles? Noch mehr von euch Mistviechern raus. Ah. Das ist das Mist da.
Das sind laut Vorblitz immer 20 bei den kleinen Viechern. Aber das nötigt sich natürlich mit der Zeit auch zusammen. Aber ich will das wohl jetzt verletzen. So, gucken wir doch mal, was hatten wir? Da hat man das, den Anzug-Dings hier. 260. So, ja. Brauchen wir noch, wie war das jetzt hier? 1000 und... Nicht, 1000. So. Ja, leider sind die ganzen schönen Aliens jetzt weg. Wie ist denn das? Wie kann das passieren? Wie komme ich denn eigentlich hier runter? Was ist denn jetzt? Wie komme ich jetzt eigentlich hierher? Das frage ich mich gerade. Im Busfahrplan steht nichts drauf. So. Moni könnten wir mal gebrauchen. Was haben wir überhaupt noch an Dings hier? Da haben wir, guck, jetzt haben wir auf einmal 5, jetzt haben wir insgesamt 6. Jetzt haben wir auf einmal 6 Dinger hier. Sehr merkwürdig. Granaten, haben wir 5. Sprengsätze haben wir noch 2, da haben wir einen Fettsack begegnen. 18 Schuss Sniper. Und 190 Schuss für die K-Wall. Das ist aber merkwürdig. Alles kaputt in dem Haus, da in dem Hochhaus brennt überall Licht. Gibt es irgendwelche taktischen Optionen? Gar nichts. Na gut. Gucken wir mal, wen wir treffen. Dieser Lockhart, die kleine Drecksau. Ist hier irgendwas an mir rum oder was? Nee. Aber hier unten wuselt wieder haufenweise so ein Flugzeug rum, ne? Sehe ich gerade. Ja, also wir werden einen schönen Nanus bringen, dann ist es düster. Scheiß auf Hive. Ich bin da nicht dran. Die wichtiger. Bewegt sich aber nicht mehr. Wie es aussieht. Als die damals erwischt haben. Die fahren wir jetzt so. Ja. Ja, ich bin jetzt immer unsicher. Nimmt das wirklich auf oder nimmt das nicht auf? Das ist schon ein bisschen nervig. Okay. Wenn man dann immer rätseln muss. So, wo soll ich überhaupt hin? Ach, dann lieber. Okay. Lass mich aber trotzdem mal hier noch umgucken. Muni scheint hier nirgendwo zu gehen. Das ist noch nie aufgefallen. Guck mal, wie die Bäume sich bewegen im Wind. Das sieht ja auch geil aus, ne?
scheint die ganze Ecke hier abgesackt zu sein, gell? Was ist da hinten? Was? Finde den Eingang zum Hive, kämpfe dich über die Blase. Ach so, das ist wohl schon der Eingang, da wird schon vorne hin. Mal hier noch gucken. Neugierig, wie ich bin. Nee, gibt's nicht. Hier gibt's ja nicht mal Leichen. Oder war hier irgendwas bezüglich? Nee, das ist nicht da. Ey, wir haben unsere eigenen Kakerlaken. Wir brauchen nicht eure Riesenkakerlaken hier. Ah, haben schon halb aufgelöst, gell? Die kleinen Viecher, die da rumlaufen, die lösen ja die Leute auf, gell? Töten. Get out and play. Kontrollpunkt. Reichen hier, gell? Was ist das fies? Und darf ich hier nicht anlegen und schießen? Nö, ich darf nicht schießen. Und hier wurden die VIPs anscheinend verarbeitet, wie es ihrem Status geziemt. Mit seinen Scheiß kann man bauen, jetzt ist man noch der Hardgrave. Da kotzt sich der Seel aus dem Leib. Gerade gesehen. Ich habe doch gerade hier ein Rennen sehen. Mist, wie versteckt. Ich habe hier gerade jemand Rennen sehen. Weil das war kein Mensch. Bitte gehen Sie nicht wieder raus. Bitte laufen Sie woanders lang. Ich wollte mir damit sagen. Was die Leute brauchen, die ganzen Löcher wieder zuzuschütten. Oh nein. Aufräumen. Das erfordert Genialität. Denken Sie an die Rinderkrise in Argentinien vor 2 Jahren. Oder an den britischen BSE-Ausbruch im letzten Jahrhundert. Die Tiere zu schlachten war nicht das Problem. Das ging ganz einfach. Aber wie sollte man sie entsorgen? Was macht man mit Millionen von verrottenden Leichen?
Schießen. So, ich muss draußen noch gucken, ob ich hier irgendwo was Sinnvolles finde. Hammergranaten, wir brauchen. Ah! E-Mail. Und Nano. Da latscht doch die Leichen weg. Da latscht er über die Leichen weg. Ich hätte trotzdem nichts gegen eine Munitionsding hier. Also das sind viele Schlüssel, ich habe gleich. Danke. Tarnfeld aktiviert. Wieso hast du das Gefühl, ich löse das ja gleich eben auf mich schießt? Oh! Waffen. Quatsch, Muni. Nice. Ja, ich spiele, oder Mensch freut sich. Mehr brauchen wir eigentlich auch nicht. Ich arbeite zu wenig mit Granaten, habe ich festgestellt. Keine weiteren Viecher mehr da. Das ist auch nicht gewesen. Oh, doch, doch, hier. Moment mal. Ach so, Telefon, ach nee, Quatsch. Doch hier, ha, Sammlerstück erhalten. Sammlerstück gefunden und eine E-Mail. Bin halt richtig gut. Ich habe jetzt gedacht, das wäre vielleicht eventuell hin. Dieses Mauspad. Tarnfeld aktiviert. Danke für deine Anruf. Tarnfeld aktiviert. Hier hinten auch schon kurz? Ne. Tarnfeld aktiviert. Sorry, wenn ich jetzt gerade ein bisschen leise bin, aber ich will zum einen keine Nanos verpassen. Und zum anderen will ich aber auch nicht von irgendwelchen Vollidioten hier überrascht werden, die mir auf jeden Fall den Arsch wegschießen. In Gebäuden, da bin ich da meistens immer den Kleibel zu ruhig. Na, gucken wir mal hier rauf. Was blöd, da irgendwie geht es irgendwo nicht weiter. Da muss ich sogar hier raus. Aktiviert. Na los. Ach guck mal, das ist aber schön aus hier mit der Skulptur hier zwischendrin. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Aber das sah nicht unschön aus. Aha, okay. Okay, hier machen wir eins runter. Hier machen wir eins runter und gucken wir uns nochmal lang. Ich dachte, es war in der zweiten Etage, wo wir raus müssen. Ja. Das könnte das gewesen sein, hier vom Gebäude. In der Kuppel. Keine Ahnung. Ja, wird nicht weiter, wie es aussieht. Wenn ich jetzt hier runterspringe, komme ich da wieder hoch. Ach, bin ich nicht hier unten lang gelatscht gerade? Ach, shit. Ja. Ach so, da habe ich nicht noch... Ah, so sieht es normalerweise aus. Ja. Ein kleiner Schnauzer. Na, das sieht auch nie merkwürdig aus. Oder? Oh, Arm ist kaputt. Guck an. Okay. Tür öffnen. Das ist eine gute Idee, ist, gell? Ich war schon darum zu bezweifeln hier. Tarnfeld aktiviert. Durch bis ins Rathaus durch.
Karteninhaber melden sich irgendwie bei Zellmitarbeitern. Ja, denn das ist alles Teil desselben Systems zur Verarbeitung von Biomasse. Ah. Zu welchem Zweck? Nun, das ist in der Tat eine gute Frage. Abstoßend, ja, aber auch faszinierend. Viele blöde Alien. Knallen wir jetzt ab. Das ist leider doch ganz besonders empfindlicher Mistkiste, oder? Danke für die Nanos, Arschloch. Tarnfeld aktiviert. Das Blöde ist, dass die Nanos... dass die Nanos nicht dauern. Dass die Nanos nicht ewig halten. Bitte mal sterben, du Misty. Quatsch, hier so rum. Dass die Nanos nicht ewig halten, ist blöd. Dazu habe ich das Korkende gegeben. Das ist eine Sauerei. Wir hatten hier drüben doch einen abgeschossen, das ist wieder mal nicht mehr da. Ja, hier ist noch ein bisschen zu erinnern. Ja, hier. Hier raus, das kleine Schwein. Ja, zum Kerzen hier. Immer her mit der Nanos. Irgendwo. Tarnfeld aktiviert. Ja, ich weiß, da vorne kommt nachher noch Fetter ran. Kommt sogar noch richtig Fetter. Ah, wen haben wir denn hier? Ich verstecken vor mir. Tarnfeld aktiviert. Immer her damit. Hast du irgendwas vermischen, der? Wunderbar. Das gab jetzt anständig Nanos. Laden wir das auf. Tarnfeld aktiviert. Genau. Hier oben ist doch was. Weiß ich, was hier müssen wir hoch. Guck mal hier, da sind Nanos weg. Also man muss sich die Nanos dann auch gleich holen. Na, kommt hier runter. Was ist das hier für Sekunden? Auf dem Gaul. Man muss sich die Nanos dann auch irgendwo gleich holen. Weil sonst bringt das nichts. So. Tarnfeld aktiviert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier drinnen jetzt. War das hier oder war das weiter oben? Hier müssen wir uns gleich erfahren. Hast du auch das hier? Ah ja, genau. Ach, zack, zack. Das setzen die im Übrigen hier den Aliens ab, jetzt mal. Wenn das Geräusch, also wenn das so ein Ding vorbeigeflogen kommt und irgendwas so runterschießt. Das sind dann jetzt mal Aliens, die absetzen. Die man dann so schön gemütlich schlachten kann. So, wollen wir mal hier. Tschakka. So, jetzt gehen wir mal. Achso. Ich wollte gerade ins Anzugsmenü gehen, aber solange ich das schwere Maschinengewehr in der Hand habe, geht das nicht.
So, ich denke mal, ich gehe hier lang. Da steht doch zwei Stück. Tarnfeld aktiviert. Zack, 100 gibt es da bei denen. Bei dem geht es wieder gar nicht. Das ist ja fair. Haben die erst gekriegt? Drei oder mehr? Vom Web hatte ich keinen mehr. Und ich gehe trotzdem nochmal hier lang. Hier oben war ja nichts. Da hat es wieder keine gegeben. Irgendwie vergessen sie es ab und zu mal mit den Nanos. Was ist das? Ja, das ist ein bisschen eine komische Konstruktion hier. Sieht aus wie ein Katapult. Ich hab dich gehört, Mist. So, wo bist du? Warte, ich komm gleich zu dir. Ich will hier bloß was machen, schnell erstmal. Ja, ich komm ja gleich zu dir, Mist, vor. So. Wo bist du? Wo hast du dich versteckt, du kleines Schweinchen? Da oben ist irgendwo. Ja, red mit. Oh. Das ist wohl ein Digger. Ach ne, das ist doch immer von den Vollpfosten. Hier bin ich Arschloch. Immer in die Richtung. Immer in die Richtung im Auge behalten. Du dummer Alien. Okay. Kehren wir da, damit wir spielen will. Diese Flipblase, die sie auf einmal so raushauen. Ja, die man dann so sieht, hier ist so eine, wenn sich eine Blase, wie sich ein Luftballon aufbläst, das ist im Übrigen irgendwas, mit dem sie dann die Schilde abschalten. Tarnfeld aktiviert. So. Ach, hier muss ich raus, oder? Yep. Kann ich mich jetzt zwar gar nicht mehr dran erinnern. Was der Mann jetzt vorhat? Es reicht ihm nicht, unsere Stadt mit steuerfinanzierten, bewaffneten Halunken zu überfluten. Jetzt haben wir auch noch hypermoderne Kriegsmaschinen auf den Straßen, die langsam, aber sicher außer Kontrolle geraten. Augenzeugen konnten in Midtown die Mediensperre überwinden und haben uns über... Es war eine gehende Maschine, Mann, wie früher bei Krieg der Sterne oder Krieg der Welten oder was weiß ich. Drei Beine und dazu dieses Geräusch wie ein Schrei. Ich bin nur noch gerannt. Einfach alles töten! Die Menschen einfach wegblasen! Ich hab mich versteckt und Jesus um Rettung angefleht. Und Halleluja! So kam's dann auch. All die armen Menschen. Ja, drei Beine. Tarnfeld aktiviert. Keine Ahnung, was die wieder gesehen haben, die Brüder. So, aufgemummelt Zimmer. Da brauchen wir also nicht. Kommt mir so bekannt vor, die Ecke. Warte mal. Aufnahme, alles möglich. Tarnfeld aktiviert. Sie sollten von Ihrer jetzigen Position aus einige freie Elemente der Alien-Struktur ausmachen können. Das Schiff, das Lockharts Piloten heute abgeschossen haben, muss irgendwo über dem Boden angedockt haben. Suchen Sie nach einem Turm oder einem Silo. Oh, das ist gesehen, da hinten, da stürzen die Häuser ein. Gleich reihenweise hier oben. Die Blocks. Hier ist gerade schon ein Ding rausgekommen. So. Achso, dann muss man das leider jetzt wegschmeißen. Warte mal, ich schmeiße es mir hierher.
Ach so, er hat gesagt, wir sollen das Ding nochmal aufmachen. Verdeckter Einsatz können wir jetzt machen. Oder wir... Ja, die müssen es auf jeden Fall machen. Ne, das ist Gigier. Nein, das ist nicht Kette, aber das als nächstes wäre mir... Ich bin schon hier mit dem Anzug rumbastelt. Da unten unten Aliens rumlatschen. So, ja, die Frage ist jetzt, erstmal den Annäherungsalarm machen oder verdeckter Einsatz, unterdrücke das Geräusch von Schritten. Ach, die hört nicht laufen. Und das war hier automatisch Warnung, wenn ein Feind in der Nähe ist. Ja, ich meine, letztendlich müssen wir das ja sowieso machen hier. Das ist eigentlich diese Stellverbesserung und diese Nano-Wiederaufladung sind halt das Wichtigste. Okay. Ich guck mal das hier. So, was war das jetzt? Was habe ich jetzt geguckt? Was habe ich jetzt eigentlich geguckt? Ach, das war das mit diesen Schritten hier. Nee. Das hier war unterdrückt Geräusche und Schritten, genau. So. Werden wir erstmal hier ein bisschen analysieren. Da läuft ja einiges an Mistviechern rum hier. Ja. Da. Wo sind noch mehr diese kleinen Schweinchen? Was ist denn da los? Oh, ein Feuer, guckt euch das an. Dann sind da auch gejagt. Bei Uhr geht falsch. Ach, da habe ich gerade was gesehen. Hier. Hier. Wieso deaktiviert das jedes Mal? Danach noch weiter. Guck mal. Zack, und dann hat es deaktiviert. Ah, da hinten. Ich hatte es noch nicht gehabt. Reihe. Das habe ich noch nicht gehabt. Vierer. Da sehe ich da auch noch einen rumkommen. Okay. Dich hatte ich schon, oder? Ja. Ich bin jetzt bloß nicht ganz sicher, ob ich das mit der Sniper mache oder ob ich das im Nahkampf mache. Weil... Ja. Jetzt muss ich zu weit rammeln wegen des Dings hier, wegen der Nanos. Maximale Panzerung. Welche Waffe haben wir? Die hier. Na komm, lad auf. Tarnfeld aktiviert. Oh, wie viel es jetzt geht.
Na gut. Oh yeah. Ich sollte die jetzt nicht reagieren, ich bin jetzt hier. Bin ich da. Ganz woanders, Arschloch. Tarnfeld aktiviert. Hab ich die Lano ist ja. Dumm Viechter. Dummen Aliens. Was gehört, was gibt's hier? Kaffee, Trink, Spiegel, Sandwich. Aha. Ja, damit hält sich dagegen. Na, gucken wir mal. Sehen Sie sich um, Alcatraz. Diese Ökologie. Wollen Sie sich hier ein... Näher ran wird's wohl kaum kommen, wenn wir nur mehr Zeit hätten. Schon wieder gerade zwischen Mistviecher abgesetzt, gell? Da haben sie doch gerade wieder solche Mistviecher abgesetzt. Was ist hier eigentlich alles? Nochmal Mistviecher abgesetzt. Tarnfeld aktiviert. Ich sehe euch, euch Mistviecher. Ich brauch gar nicht denken, dass ihr euch verstecken könnt. Da hinten ist noch einer. Ich sehe auch Munition hier. Da brauchen wir markieren. Den haben wir schon. Okay. Bin ich da? Ja, die ist gerade hier so gekunst. Vorwärts, ich geh zurück. Oder? Oh nein! Oh. Fuck. Fuck. Och nö, das meinte ich jetzt nicht im Ernst, oder? Ja, so was passiert halt doch mal in dem Spiel. So was passiert in dem Spiel halt auch einmal. Da kommt man nicht drum rum. So. Ach, jetzt bin ich ins Anzugsmini rein. Machen wir die Scheißdings weg. Was hat man uns jetzt ausgesucht? Verdeckter Einsatz. Mittel kaufen. Finden. So. Leute, ich brauche mal eine ganz kurze Pause. 2 Minuten oder so. Ich will den Streamer deswegen jetzt nicht anhalten.
geht gleich weiter. Ich muss bloß mal schnell auf die Toilette. So Leute, ich habe mir auch gleich noch einen Kaffee gekocht. Ja, das ist halt auch, wenn man nichts zu trinken hat und auch noch müde ist und dann auf den Töpf noch muss, dann ist alles ein bisschen blöd. Okay, gehen wir die Sache nochmal an hier. Sie sollten von Ihrer jetzigen Position aus einige freie Elemente der Alienstruktur ausmachen können.
Das Schiff, das Lockharts Piloten heute abgeschossen haben, muss irgendwo über dem Boden angedockt haben. Suchen Sie nach einem Turm oder einem Silo. Ja, noch was. So, dich. Ja, das ist doch mal einmal. Ich will auch noch mit haben. So. Müsste ich jetzt alle haben, wie es aussieht. Oder sieht man noch irgendwo in der Nähe? Den haben wir. Okay. Überfliegen. Schnell um die Ecke gehen hier. Maximale Panzerung. Ach Quatsch, bitte nicht ausmachen. Ich will Energie haben. So. Tarnung. Tarnfeld aktiviert. Und. Kommen wir so runter. Na gut, hat ein bisschen weh getan, was soll's. Mal hier. Sieht mich eher noch hier in der. Ja? Aktiviert. Oh, Schweinchen. Ich will sterben, hat er gesagt. Zweimal. Tarnfeld aktiviert. Gelöfen, Arschloch. Schild reicht. Nicht doch schon wieder. Zweite Mal. Tarnfeld aktiviert. Das ist eine blöde Ecke, muss ich gerade feststellen. Vollgeladen habe ich. Ich würde das Gelaber von dem nochmal anhören. Tarnfeld aktiviert. Ja, muss aufpassen. Sie sollten von Ihrer jetzigen Position aus einige freie Elemente der Alien-Struktur ausmachen können. Das Schiff, das Lockharts Piloten heute abgeschossen haben, muss irgendwo über dem Boden angedockt haben. Suchen Sie nach einem Turm oder einem Silo. Ich sollte vielleicht hier irgendwie ein bisschen mehr auf Dings setzen. Weniger auf Tarnung, mehr auf... Ja, ich will mehr auf Panzerung setzen. Ah, da haben wir noch ein Schweinchen. Den haben wir vorhin zum Beispiel nicht gesehen. So, jetzt müssen wir sie aber alle haben. 6 Stück. Die haben wir. Die leuchten nur ganz kurz rot aus. Okay. Mehr rennen wir. Tarnung aus. Also zumindest jetzt bei dem Tarnfeld aktiviert. Na, was ist? Da geht er mal runter. Zumindest bei dem zweiten nachher. Sollte ich vielleicht eher auf Dings setzen. Beim ersten, die können wir uns hier ranschleichen. Tarnfeld aktiviert. Hier, bei dem hier. Und den hier. Tarnfeld aktiviert. So, da haben wir schön erledigt. Ich hab jetzt nur nachgeladen. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Das Finale ist, habe ich noch geholt, gell?
Ja, wo sind sie, die anderen? Ah, da kommt schon hier. Ah, das muss man noch vielleicht schon. Ist immer noch vielleicht. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. So. Sehen Sie sich um, Alcatraz. Diese Ökologie. Wollen Sie versuchen? Näher ran werden Sie wohl kaum kommen, wenn wir nur mehr Zeit hätten. Ja, erstmal hier rüber. Energie und dann. Zack. Tarnfeld aktiviert. Wieso? Wo sind Sie jetzt? Ah, hier sind sie alle. Hier. Hier. Später unten ist noch einer. Noch nicht alle, oder? Ah, da. Hat sich noch einer versteckt. Ah, hier gibt's Muni. Dann gehen wir erstmal hierher. Sieht nicht immer. Ne, sieht nicht so aus. So, jetzt darf ich ein kleines Schweinchen nacheinander auf dem Platz machen. Die Linken muss ich aufpassen. Die Hölle. Gar nicht, nicht sieht. So, von her meine Freunde. Das machen wir immer. Kack. Nee, das gefällt mir nicht. Dann gehe ich wieder von der Seite aus ran. Da hinten ist der. Hier ist das kleine Schweinchen. Kann ich ihn noch sehen von euch? Nee, gell? Look. Tarnfeld aktiviert. So. Ich schreibe mir erstmal den hier rüber. Ah, da unten ist auch noch einer. Ah. Sieht er mich? Hört er mich? Sieht er mich? Das ist die Frage. Können wir uns Feldangriff machen? Tarnfeld aktiviert. Huhu. Mitgekriegt hier drüben. Ah. Nee, nee, komm mal. Gehen wir doch mal hier lang. Ja, wo ist er? Wo ist er, hä? Alter. Gut, gut. So, könnt ihr nicht sehen? Nee, Moment nicht. Da komm noch hin. Tarnfeld aktiviert. Ihr seht mich nicht, ihr kleinen Schweinchen. Drum schlachte ich euch. Ich will sterben, hab ich gesagt. Ganz deutlich, hab ich das verstanden. Ich will sterben. Dein Wunsch ist mir Befehl. Oh, das ist auch immer. So. Hier ist er. Ah, hier hat er sich versteckt, der Kollege. Ah, komm her, du kleines Schweinchen.
will mich nicht umsehen, der Idioten. So, du müsstest auch das letzte Schweinchen sein, gell? Ja, Mistviecher. Wollt ihr hier spielen? Und was ist bei euch rausgekommen? Ihr seid Geschichte, ihr Mistviecher. Und ich hab sogar noch volle Munition. So, die Frage ist, wo war das gerade? Ach hier. Oh, ein Spec-Ops-Scar. Ist ja auch nicht ganz schlecht. Granatwerfer, Schalldämpfer. Was mich jetzt mal interessieren würde, nochmal zum Spaßeshalber, gib's mal her hier. Wo ist meine Dings hin? Okay. Ne, geht doch bloß wieder Laser und Reflex. Kein Dings hier. Ganz vergessen. Ich habe gedacht, man könnte das Dings überall drauf machen. Ups, ist nicht los. Okay, die Hälfte Muni. So. Tarnfeld aktiviert. Wo sollen wir hin? Achso, an diese Dinge sollen wir ran. Diese, ja, wo ist denn das überhaupt? Hallo, wo ist denn das? Steh mal auf hier. Ist hier noch irgendwo ein Schweinchen? Nicht so aus. Das ist eben überrascht. Das ist mir allerdings auch schon bei meinem Dings, bei meinem Let's Play damals passiert. Ach, hier oben ist es. Das ist mir damals auch schon bei meinem Let's Play passiert, dass ich den Ausgang nicht gefunden habe. Also quasi wohl weiter. Mal auf die Idee zu kommen, durch den Visor zu gucken. Ja. Man denkt halt nicht an alles. So. Warum soll ich mich die ganze Zeit... Boah, ey. Boah, wurde das gerade gesehen. Boah. Die sprengen hier halt New York. Mistviecher. Naja, nicht mal lange. Nicht mehr lange. Tarnfeld aktiviert. So. Was gibt's hier noch? Granaten, Muni, haben wir alles noch. Nichts mitnehmen. Oh! Ne, C4, doch. C4 kann man aufheben. C4, die brauchen wir ja dann für die Fetten. So, Knarren brauchen wir keine. Haben wir genügend. Oh, ich glaube, jetzt kommen sogar Fette. Tarnfeld aktiviert. Oh nein! Ach Gott, das war nicht schön. Die schießen da ja auch nicht. Hä? Ach, das ist so ein Fettsack hier. Ah, da bringt 500 Nanopunkte. Die schmiss die Kralle ich mir. Kann der mich gerade gesehen haben. Tarnfeld aktiviert. Wo sind die anderen? Ah, da oben ist noch einer. Mit einem kleinen Schweinchen. Aber ein normaler. Oh. Bitte tot. Was ist hier Nano? Das habe ich jetzt schon aufgenommen. Manchmal sieht man es einfach nicht. Ah. Na gut, muss ich schon so erschießen. Ah.
ersten Würfen aus. So, bitte lassen Sie mich ziehen. Tarnfeld aktiviert. Ja, mit einem nahen Würf. So. Ah, noch Kette hier. Da vorne ist er. Ne, das ist er. Doch, das ist Pfeffer. Oh, das ist sogar richtig Pfeffer. Na, warten wir mal. So. Tarnfeld aktiviert. Nein. C4. Mein Freund, ich habe hier was für dich. Ich hoffe, dir schmeckt das. Ich hoffe, ich komme hin, ohne dass er mich sieht. Gute Suche. Kuckuck. Ja, mein Freund. 500. 500 Nanos. Was war das gerade? Oh. Nichts Lebendes zurückgelassen? Na gut. Ich habe leider schlechte Nachrichten. Das Verteidigungsministerium will die Rawson-Flutbarriere sprengen und mit der Überschwemmung des unteren Teils der Stadt die Seth auslöschen. Wahrscheinlich ziehen sie diesen Wahnsinn trotz meiner Proteste durch. Und dann sollten sie nicht unter der Erde sein. Begeben sie sich rasch zum Zentrum der Alien-Struktur, Alcatraz. Und dann raus. Wir haben nicht viel Zeit. Und dann raus. Wir haben nicht viel Zeit. So Leute, ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß an dem Stream gehabt. Und wenn ihr es verpasst habt, ich lade die Videos ja hoch auf YouTube. Da könnt ihr euch die nochmal anschauen. Ich sag dann mal für heute Tschüss und weg. Ich benutze ungern billige Analogien zur Fauna der Erde. Hauptsächlich, weil ich dann wie Nathan Gould klingen würde. Aber womit wir es hier zu tun haben, entspricht vermutlich ungefähr einem Insektenbau. Der Grad der Alien-Infizierung dieser Tunnel ist wahrscheinlich ziemlich hoch. Finden Sie Reeves und seine Männer. Ich habe den Kontakt zu ihnen verloren, als sie das U-Bahn-System betreten haben. Greife den Kern des Hive an. Finde Reeves und sein Team.